Das Wenn auch, ja, das. und dieser Rondrianer, vielleicht sollte er nicht mehr allzu lange leben. Malen wir uns erst einmal dieses Mosaik ab, um allein die Standorte festzulegen. Vielleicht haben wir irgendwie was noch übersehen. Eine fehlt uns noch, oder? Ich meine, wenn eine beim Prana-Tempel ist und eine im vollen Humpen, dann fehlt noch eine. Warte mal, lass mich mal erzählen. Eines in diesem Richtig. alten, da wo die Alte begraben war, dann eine bei den Kindern, eine auf dem Platz, eine hier, eine in der Exarchale, eine ist im Humpen. Eine ist im Tempel der Gerechtigkeit. Dann haben wir doch acht. Ja, aber die Sakrale nehmen wir ja jetzt raus, Ich denke, weil die das ist ja Sakrale wird. kein Endpunkt des Sterns. Genau. Ah, okay. Ja, macht Sinn, was ihr sagt. Ja, dann lasst uns doch jetzt erstmal die im Humpen anschauen. Wisst ihr den Weg dahin? Beim Hesindetempel, sagtet ihr, ne? Vielleicht finde ich ihn vom Tempel aus. Könnte sein, dass wir ein paar ihn suchen müssen. Ja, wir haben ja Zeit. Und aber wir müssen was gegen diesen Drachen tun. Ja. Haben wir noch Kaiserwasser? Wisst ihr, was der Schleifer früher immer gesagt hat? Ja, heißt leck mich am Arsch. Ja. Was hattet ihr denn für einen Umgang? Das ist ja furchtbar. Ist furchtbar, diese Sprache. Wie Und unzivilisiert. Foslarin ist ein Zwerg. Ich denke, der hat sich die guten Manieren vor etwa 500 Jahren abtrainiert. Vielleicht Man auch nie kann ja nicht erlernt. immer so verweichlich sein wie die Horasia offensichtlich. Und man muss nicht immer solche ungepflegte Sprache pflegen, wie ein Feldwaibel bei den Tobriern. Aber genau dafür bildet die Schwert- und Stabe aus. Für Außerdem sind das Feldwaibel. die fähigsten Feldwaibel. Nun ja, aber nun diese Sprache. Ach, Abelmir, dann schreibt doch bitte einen Bericht im Hesindespiegel darüber, wie die verrohte Sprache eure Sinne beleidigt oder Wie so. ein Gossenkind. Also wirklich, Abelmir, ihr Er solltet euch ist. den Mund mit Seife auswaschen. Also ich Ich lehne als. mich mal zu Iserun. Er ist adlig. Ihr dürft ihn zum Duell herausfordern. Das stimmt wohl. Ich würde auch gewinnen. Also als ehemaliges Gossenkind, aber mir finde ich das ganz schön beleidigend, dass ihr uns so in Verruf bringt. Ich meinte die Sprache. Die Sprache ist euer Aushängeschild sozusagen. Wenn Naja. ihr sprecht wie ein Gossenkind, dann werden euch die Leute behandeln wie ein Gossenkind. Ah ja. Zu mich behandelt keiner wie ein Gossenkind, aber mir ganz egal, wie ich spreche. Nun ja, Aber ihr. mir sagt doch mal, was habt ihr hier mit dem Drachen überhaupt vor? Nun, ich dachte mir, dass ein Djinn des Humus dieses Ding wegschaffen könnte. Ihr wollt wirklich so ein Vieh rufen? Wollt ihr es vielleicht per Hand vor die Toren Graals schaffen? Ich Davon dachte hatte ich. eher so etwas wie, dass wir genug Säure draufkippen, wie Ihr wir wisst schon, brauchen. wie groß dieses Ding ist. Löste sich vorher nicht Ja, die ich war Säure im nicht Mund auch von nur dem auf Vieh. und sickert dann ins Grundwasser? Zu wem das? Aber habt ihr nicht gesagt, dass Untergaret so eine Kanalisation ist, eine riesige? Ja, mit Verbindung zum Bach vermutlich. Und es wäre, glaube ich, keine Das gute Idee, wäre aber dann sehr Säure. schlecht. Exakt dies. Also, aber mir, ich denke nicht, dass das lange warten könnt. Ihr habt doch jetzt sehr gut durchgeschlafen. Das muss doch mit eurer Astralenergie jetzt hinhauen, oder nicht? Noch nicht ganz. Ich brauche noch ein wenig mehr Kraft. Wirklich? Dann setzt euch hin und meditiert. Wir schaffen den Rest auch alleine. Nein, das wird schon gehen. Wir wollen erst eines beenden, bevor wir das andere anfangen, nicht wahr? Ich würde gerne den Drachen beenden. Und Dann beendet du? haben wir den Drachen. Jetzt müssen wir nur seinen Leichnam fortschaffen. Wir haben auch wohl die 2 Minuten, wenn du ein bisschen meditieren willst, aber mir. Es braucht mehr als 2 Minuten. Fünf? Denke eher so an einen halben Tag bis Tag Vorbereitung bräuchte ich schon. Was kannst du wohl einfrieren können? Einfrieren. Was In ist das denn? Gareth. Im Sommer. Wozu haben wir Magier? Ja, wir müssen es nicht übertreiben mit der Magie. Könnt ihr denn vielleicht irgendwie was Stabilisierendes so lange machen?
Stabil. Ich bin Kampfmagierin, keine Kochmagierin. Wollen Sie nicht erstmal eine Aufgabe erledigen? Ja, ich dachte nur, wenn der Drache das Grundwasser vergiftet und hier alle sterben, wäre das schlecht, aber kümmern wir uns später drum. Wir kümmern uns bei Zeiten drum. Wir haben nicht mehr so viel Zeit, Abelmir, vor allem wenn wir bald aufbrechen wollen. Ihr seht schon, dass der Drache immer weiter sinkt. Bei Zeiten. Am besten ihr kümmert euch jetzt darum und wir machen den Rest der Statuen kaputt und sammeln euch dann wieder ein. Soll ich so lange ein Auge auf euch werfen, damit euch niemand heimtückisch ersticht, während ihr meditiert? Ersticht? Naja, mit eurem faulen Mundwerk würde es mich nicht wundern. Ja gut, bei ihm gibt's doch nichts zu holen. Ich denke, wir sollten uns alle nicht mehr allein in der Stadt bewegen. Ja gut, dann fangt an mit diesem Meditierdings. Ja, aber nicht hier. Draußen. Gut, wir laden euch im Pentagon-Tempel ab und gehen weiter. Vielleicht hat Leonardo ja eine Idee, wie ihr das Ding fortbekommen könnt, ohne Magie anwenden zu müssen. Das ist eine hervorragende Idee. Vielleicht sollten wir nicht in der Nähe von Leonardo lassen, sonst wird er so schlecht abgelenkt. Was meint ihr denn damit? Dass er wie ein kleines Mädchen, das ihr Idol trifft, ihm gegenüber seid. Er ist ein Genie. Wir lassen ihn nicht im Tempel, wir lassen ihn irgendwo anders, wo er meditieren kann. Meine Güte, Abelmir, dann gehen wir jetzt in den Effert-Tempel. Ich setz dich dahin, du meditierst, das kann doch nicht so schwierig sein. Ja. Meine Fresse. Ihr macht mir das Leben nicht einfach. Ja, der Eferdi wird sicherlich darauf aufpassen, dass Abelmir seine Arbeit tut. Für ein einfaches Leben wurden wir nicht geboren, Abelmir. Das ist wohl wahr. Wenn der untote Drache weg ist, dann dürft ihr euch wieder entspannen. Darf ich das? Ja. Danke. Bitte. Das ist auch noch mal einer, ich bin hier nett. Ja, dann lass uns zum Eferd-Tempel gehen. Ja, so könnt ihr die Wege kurz außerhalb der Kaserne antreten und ladet dann Abelmir bei Edidan Brunnenmann ab, der sich dann mit verschränkten Armen vor den Magier hinstellt und sehr nervös, beziehungsweise nervös für Abelmir, mit seinem Fuß tippelt. Könnt ihr das unterlassen? Fangt an. Ja, dann würde ich eine astrale Meditation. Ich würde 15 LE zu ASP umwandeln. Die Probe. Mhm, Ritualkenntnis und dann bitte nochmal ein W3, ne? Tatsächlich genau. Ist die Probe nur um die halbe Ritualkenntnis erleichtert. Genau. Habe ich ruhig gemacht. Okay, ich habe es wieder geschafft. Wechsle jetzt 15 und zusätzlich noch W6. Ich hoffe mal, also W3, W6. Also genau, 3. W3 sind 3 Lebenspunkte, 18. Die du zusätzlich verdienst. Denk dran, dass du einen ASP aufwenden musst, um anzufangen. Ja, die habe ich. Dann können die anderen erkennen, wie bei Abelmir, der sich jetzt im Schneidersitz hingesetzt hat, nach und nach die Arme aufreißen und die Elle und Speiche zu Vorschein kommen. Abelmir fängt an auszubluten und ja, Geschwüre sind es nicht, die sich bilden, aber er fängt auf alle Fälle an, offene Stellen zu produzieren, die jetzt vor sich hin bluten. Er wird weiter schaut weiterhin sehr böse. Ich klopf Rafim auf die Schulter. Viel Spaß, wir kümmern uns um die Statue. Ich sag, und mir gefällt das nicht. So ist der Prozess. Es sieht nicht gesund aus. Ja, nicht aus, als wäre es richtig. Ja, es tut auch nicht unbedingt gut, aber so funktioniert das eben. Aber keine Sorge. Sollten wir nicht aufhalten? Das ist sehr abartig. Habe ich euch eigentlich schon mal von diesem interessanten Phänomen namens Menstruation erzählt? Ja, das kenne ich. Das kenne ich durchaus. Wunderbar, dann müssen wir nicht weiter darüber sprechen. Gehen wir. Die Statuen. Carino. Lassen wir Abelmir weiter menstruieren. Was ein schöner Blutfluss. Und Rafim steht da vor Abelmir und schaut sich an, wie der da halb am Ausbluten ist. Oh, das nächste Mal müssen wir unbedingt in den Chortempel. Das ist ja wunderschön. Geras, du kannst erkennen, wie bei Rafim so eine kleine Beule in der Hose wächst. Oh, wie er blutet. Und man streicht Abelmir immer so über den Kopf. Oh. Ich bin stolz auf Rafim und ich lasse die beiden alleine. Ja, ich sehe zu, dass ich hier wegkomme. Ihren intimen Moment.
Ja, Kiaras, bisschen peinlich berührt, wenn die gute Isarun über Menstruation spricht. Auch das solltest du vielleicht als Rayani nochmal, ja, gehört natürlich dazu. Auch wenn ich hatte eine Schwester. Ich habe eine Schwester. Die Zarkirche braucht das vielleicht ein bisschen mehr als die Raya-Kirche, aber es trotzdem gehört dazu. Musst du dich als Geweihter auch mit rumschlagen. Ja, dann könnt ihr den Weg in Richtung Süden antreten, am Pentagon-Tempel vorbei. Und nachdem ihr so ein bisschen durch die Gassen geirrt seid, das hat sich natürlich alles sehr verändert, durch die eingestürzten Bauten, könnt ihr dann allerdings noch ein abgebrochenes Zeichen erkennen, wo ein Humpen auf dem Boden liegt. Die schwere Eichentür ist auch herausgebrochen, sodass ihr tatsächlich einfach eintreten könnt. Und die Taverne sieht wohl noch ganz gut aus. Ihr könnt sehen, wie da ein alter, mürrischer Mann gerade Jagdtrophäen wieder anhängt. Also ihr könnt sehen, wie da wohl so ein abgeschlagener, was ist das? Ein Kopf eines Delfins, den er gerade wieder gerade richtet und annagelt. Ob das so göttergefällig ist? Wir haben geschlossen. Das ist, glaube ich, verständlich, oder? In der Tat. Allerdings sind wir nicht hier, um etwas zu trinken zu erhalten. Ja, was wollt ihr dann? Mehr hab ich nicht. Habt ihr einen Keller? Ja, selbstverständlich. Was wollt ihr? Ich tritt nach vorne. Ich lege ihm Dukaten auf den Tisch. Ein Moment eurer Zeit, guter Mann. Aber in meinen Keller kommt ihr trotzdem nicht. Er schiebt dir den Dukaten wieder rüber. Aus welchem Grund nicht? Er krempelt gerade seinen Oberarm so ein bisschen nach oben und kann sehen, wie da wohl eine Tätowierung hervorkommt. Das ist eine Fuchspfote? Wo hast du das Zeichen schon mal gesehen? Gassenwissenprobe. Weiß wo, aber ich kann es nicht sagen. Ich werde mal den Gassenwissen verkacken. Jo, oh, geschafft. Das ist die alte Gilde. Die, vor der Ömer Angst hat. Warte kurz. Ich hab da was für. Okay. Entweder gehen, wie es alle. Wir sind nicht auf der Suche nach Gier, guter Mann. Ja, und in meinen Keller kommt ihr auch nicht. Auf der Suche nach einer Statue. Statue? Meint ihr die hier? Er deutet mit seinen Fingern, mit seinen Armen dann drumherum und kannst sehen, wie da ja, viele verschiedene Tierköpfe dranhängen. Teilweise ein Pferd nicht, aber ein Esel auf den zweiten Blick. Was auch immer das soll. Also alles ausgestopft, kannst auch so ein paar Habichte und Bussarde sehen, die da wohl hängen. Die suchen eher nach einem Märtyrer. Die 8 meint ihr? Hab ich nicht. Mhm. Was soll ich mit so einer Statue? Wie alt ist denn euer Keller? Mein Keller, der führt... Okay. Nochmal, was wollt ihr? Führt direkt zur Kanalisation. Und wenn ihr mir jetzt Stress machen wollt... Wir sind weder hier, und ihr könnt es nur den außergewöhnlichen Umständen verdanken, dass ich mich dazu hinreißen lasse, weder hier, um eure Geschäfte zu stören, noch um über Gebühr herumzuschnüffeln. Wir suchen nur diese Statue. Ja, wie gesagt, von der Statue weiß ich nichts, aber die ganze Taverne steht direkt angeschlossen an der Kanalisation. Das heißt, wenn irgendwie unten im Keller was stehen sollte, dann gehört das nicht mir, sondern dann wird das hier nur aufbewahrt, ohne dass ich das weiß. Verstehen. Wir würden uns gerne umsehen. Diese Statuen stehen in Verbindung mit einem dämonenanbetenden Kult. Mit Dämonen haben wir nichts zu tun. Ja, aus genau diesem Grund haben wir auf eure Hilfe gehofft. Genau, uns zu helfen. Als rechtschaffender Bürger und ehrbarer Geschäftsmann seid ihr sicherlich auch daran interessiert, dass solche Kulte in unserer Stadt keinen Halt finden. Okay. Zeig euch die Keller. Immerhin seid ihr ja ein Bannstrahler und ein Magier und ein Rayani. Kann ich ja schlecht Nein sagen. Ach, vielen Dank, guter Mann. Ihr solltet aber die Türen zulassen. Und wie gesagt, wenn ihr irgendwas unten findet, was nicht mir gehört, dann gehört es nicht mir und dann könnt ihr mich dafür nicht festnehmen.
Außerdem natürlich werden die anderen erfahren, dass ihr es wart. Keine Drohung, aber es ist so. Gut, dann kommt mal mit. Wärst du noch zu Iseron, unter normalen Umständen würden wir hier einfach die ganze Mode umkrempeln. Oh, wenn jemand Beschwerden haben sollte, sie dürfen sich gerne uns gegenüberstellen. Da habe ich überhaupt nichts dagegen. Sagt, habt ihr hier auch Probleme mit Ratten? Ratten? Kanalisation, klar. Kommt mal mit nach draußen. Ja, er geht dann mit euch in den Innenhof durch eine schmierige, stinkende Küche, riecht nach Bratenfett. Steht in einem kleinen Innenhof, könnt ihr sehen, ist wohl Fuhrhof von einer anderen Familie, die da irgendwie geparkt haben. Einige zerbrochene Wagen, die hier rumstehen. Geht er dann über so eine Klappe im Boden, kann er euch dann nach unten führen. Ziemlich steile Kellertreppe nach unten, die auch sehr schmierig ist und Wasser, was da an verschiedenen Stellen runterläuft. Bis ihr dann in einem Kellerzugang steht, vor euch fließt die Kanalisation entlang, so schmieriges, brackiges Wasser. Ein bisschen schwärzlich, ölig und es riecht unangenehm. Könnt zwei, drei Ratten erkennen, die hier auch rumlaufen. Baukunstprobe. Warum dann, haben wir aber mir fortgelassen? Ihr könnt auf alle Fälle verschiedenste Türen erkennen, Türen aus Holz, die dann auch windschief und knorrig in der Kanalisation hier angebracht worden sind, also einfach reingehämmert. Ich habe keine Baukunst. Ich kann es auch auf nix ableiten, so ein Kack. Steinskunde würde ich sonst auch noch zulassen. Müsstet ihr nicht mal mit einer plus 10 oder mit einer plus 5 ableiten. Gesteinskunde würde auch ergehen. Mhm, habe ich nicht. Ich kann dir höchstens Klugheit anbieten. Ja, Klugheit plus 7. Ja, ich habe auch nichts Besseres. Ich will hier gerade durch, aber nee. Oh. Nett. Ja, Jalan stützt sich gerade an einer Wand ab, rutscht da so ein bisschen ab. Okay, war wohl ein bisschen schmierig die Wand oder hatte eine andere Rifflung als die anderen Steine. Aber ansonsten, nee, also so wie ihr hier gerade steht, stützt sich so, lehnt sich so ein bisschen an der Wand ab. Nee, nix. Ja, das ist eine ganz normale Kanalisation. Genau, und die Türen bleiben zu. Wir haben hier keine Statue von... Warum sollte man hier unten eine Statue hinstellen? Ja, und die Ratten sind normal. Er tritt so ein bisschen nach einer, die gerade zu nah an seinen Stiefel herangekommen ist. Die quiekt ein bisschen und fällt dann in das Wasser. Versucht ein bisschen zu schwimmen und treibt dann davon. Wir haben bereits weitere verborgene solcher Statuen gefunden. Es wäre nicht ungewöhnlich. Sie sind auch ziemlich alt, also etwa 600 Jahre alt oder so. Waren das 600 Jahre? 600 Jahre. Ja, wie gesagt, dann kommt halt nochmal mit jemandem wieder, der sich hier auskennt oder so, aber so wird das nichts. Kennt ihr denn jemanden, der sich hier unten auskennt? Na, selbstverständlich kenne ich jemanden, der sich in der Kanalisation auskennt. Dann wäre es hilfreich, wenn wir mit ihm oder ihr sprechen könnten. Das wollt ihr nicht, glaubt mir. Na gut. Wenn ihr irgendetwas hört bezüglich dieser Statuen oder gar eine findet, setzt uns doch bitte in Kenntnis. Es ist äußerst wichtig, dass wir diesen Kult Einhalt gebieten. Die Krone wird sich natürlich in aller großem Maße erkenntlich zeigen. Habt ihr noch einen Schicksalspunkt für mich? Haben wir da die Statuen rausgehauen? Alles weg? Nope. Niemand hat mehr einen Schicksalspunkt? Nein. Auf ihm? Ja. Also auf ich hab einen für, ich weiß gar nicht für wen. Fiana, glaube ich, rausgehauen. Für mich beim Dingsen, genau. Wir haben trocken geballert. Ja, alles. Dann gibt's hier nichts mehr zu sehen. Wie gesagt, falls ihr zufällig auf so eine Statue trefft und uns hinführen könnt, lässt sich da sicherlich ein gewisser Finderlohn herbeischaffen. Kann ich ein schriftliches Gefallen bekommen? Von der Raya, von der Prius und von den Kirchen und von der Akademie. Wenn ihr liefert, ja, sicherlich. Dann will ich das schriftlich. Mit euren Namen.
Komm, gehen wir wieder nach oben. Das sollte, denke ich, kein Problem sein. Ja, so könnt ihr wieder nach oben in die Taverne treten. Er bleibt dann gleich in der Küche stehen und gibt euch dann so ein verbilgtes Pergament, komplett fetttriefend, was da wohl irgendwo hing, eine alte Einkaufsliste oder sowas. Dreht das dann einfach um und reicht euch dann so einen Stift. Ja, Kohlestift, mit dem man dann drauf eben auch schreiben kann. Also dann einen beliebigen Gefallen für die alte Gilde von der Raya-Kirche, von der Prios-Kirche und von der Magie-Akademie. Muss euch ja einiges wert sein. Beliebigen Gefallen. Können wir beliebigen göttergefälligen Gefallen draufschreiben? Das wäre mir doch sehr lieb. Er grinst dich fies an. Ja, können wir. Ich schreibe das so auf, halt mit dem Zusatz. Warte, wie formuliert man das am besten? Werten und Prinzipien der 12 Götter zum Gefallen. Ja, dann wartet er darauf, dass ihr jeweils eure Unterschriften drunter setzt, mit vollem Namen. Und dann gibt er euch nach kurzem Kram, nach kurzem Suchen ein Brecheisen in die Hand. Also gut, dann kommt wieder mit runter. Er stellt sich, springt einmal über die Flussrichtung hinüber und deutet dann auf die gegenüberliegende Wand, da wo Yalan sich eben gerade abgestützt hat mit der schmierigen Hand. Ihr könnt jetzt tatsächlich erkennen, das muss ein ehemaliger Kellerzugang gewesen sein, der allerdings mit anderen Steinen wieder aufgefüllt worden ist. Das sieht aus wie eine ehemalige Tür.